Sascha für Mobile Geeks hier, und ich weiß nicht, ob ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, wie ich Google Glass ausprobiert habe bzw. getragen habe. Jetzt habe ich was Neues bekommen, denn das war eigentlich nie so komfortabel gewesen, weil ich musste immer über meine normale Brille tragen. Schaut mal, was ich hier für ein kleines Täschchen habe. Das sagt auch wieder Glass. Und Achtung. Das ist die zweite Generation der Explorer Edition, und ich habe die mit dem entsprechenden Rahmen dabei bei den Brillen gestellt. Das ist so ein Titanium Frame, der nennt sich Split. Wir machen das Unboxing und dann zeige ich euch natürlich auch, wie der aussieht, nicht nur in Natura, sondern auch an mir. Und von daher viel Spaß. So Freunde, so sieht der ganze Spaß aus, wenn ihr die dann aus dieser Tasche geholt habt. Ich zeige euch mal ganz kurz noch meine letzte Generation. Also das sind die, die ich jetzt seit Ende September habe. Das ist die, ich glaube, die erste Generation der Explorer Edition. Ich habe auch schon eine Mail bekommen, ich soll die jetzt einschicken, dann kriege ich ein Update da drauf, weil Software hat so ein paar Updates, plus der hat auch so in der neuen, so einen kleinen Sender, zeige ich euch aber alles gleich noch. Also, so sah die zuvor aus, war immer so ein bisschen unkomfortabel, weil ich musste die ja über meiner normalen Brille tragen, und das hat mir dann nicht immer ganz so gefallen. Ich musste die immer wieder mal so ein bisschen nachjustieren, und irgendwie hat das nicht so hingehauen. Bevor wir das hier alles auspacken, ich zeige euch mal ein bisschen was zum Zubehör. Was ich nicht wusste, ist, dass auch schon ein Mono-Kopfhörer mit dabei geliefert wird. Trotzdem habe ich noch mal einen für 50 Dollar gekauft, warum auch immer. Vielleicht genau für diesen Effekt, den mal auszupacken. Pass mal auf, wie schön das verpackt wurde. Nummer 1. Enhance your audio experience with a mono earbud engineered specifically for glass. Sehr schön. Nummer 2. Da könnt ihr sehen, wie das ganze Ding ins Ohr gepackt wird. Und jetzt pass mal auf. Oh, ist das nicht schön? Je nachdem, was für eine Farbe ihr habt am Gestell, habt ihr entsprechend hier die gleichfarbige Abdeckung. Sehr schön gemacht, Google. Da habt ihr, generell habe ich das Gefühl, eine ganze Menge von Apple gelernt. Also Bezug hier auf Verpackung. Wir zoomen mal eine Sekunde raus, gucken uns vielleicht noch ganz kurz den Spaß hier an, denn dabei handelt es sich um die Sonnenbrillengläser. Ist auch wiederum schön verpackt. So, hier leicht gewölbt. Machen wir hier offen. Da könnt ihr das sehen. Und auch hier wieder bekommt ihr die ganze schöne Anleitung, wie man es machen muss. Ne? Also wird euch genau beschrieben, wie man den Spaß dann auch entsprechend auf die Google Glass draufpacken kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar nehme ich dann hier meine alte. So. Und mal gucken, dass ich das jetzt richtig mache. Ne? Einfach hier rein friemeln. Keine Angst haben. Und schon sieht der ganze Spaß aus. Ja, wie Terminator 5 oder so. Ne? Wer keine speziellen Gläser braucht, für den ist das echt eine feine Sache. Ne? Draußen mit dem Fahrrad und so weiter. Das kommt ganz gut rüber. Sieht gut aus. Und ja, erinnert mich so irgendwie so an diese Oakley-Sonnenbrillen. Ne? Mehr ist das eigentlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie hochwertig hier dieses Glas ist. Aber ich denke mal, wenn man überlegt, dass die ganze Nummer hier, weil sie etwa 1500 Euro gekostet hat, dann ist das jetzt wahrscheinlich nicht das Billigste. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja nie, ob das irgendwo, weiß ich nicht, Fujiyama Tiki-Taki-Glas ist. Was wollte ich euch jetzt zeigen? Ja, erstmal zum eigentlichen Glaskarton. Das ist der gute. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ich pack den mal aus dem Bild hier raus. Auch wiederum sehr schwer verbaut. So, da geht er auf. Tja, da fehlt ja ein bisschen was. Ne? Also stellt euch das mal so vor, wenn ihr die komplett bekommen werdet, dann sieht der ganze Spaß so aus. Bei mir ist da jetzt aber nur dieser Rahmen drin, dieser obere. Bevor wir da weitermachen, zeige ich euch, was sonst noch in der Verpackung drin ist. Zum einen bekommt ihr hier diesen schönen Sack. Ne? Da packt ihr die dann so rein, weil das ganze Ding hier unten ist, weiß ich nicht, wie so ein Stahlkappenschuh geschützt. Und dann, ja, da drin ist dann noch der zusätzliche Kopfhörer. Dankeschön. Ich wusste davon leider echt überhaupt nichts. Mann, doch. So ist es einfach. Was haben wir dann noch am Start? Ja, USB auf Micro-USB zum Aufladen, entsprechend das Ladekabel. Das ist ja auch so alles so schön dick. Hier wird euch noch gezeigt, wie ihr das entsprechend nutzen könnt hier
Und dann haben wir hier noch so ein paar Anleitungen und so weiter drin. Ansonsten gucken wir uns jetzt vielleicht mal an, was in dem allerletzten Karton noch mit drin ist. Den zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das dann natürlich jener hier. Mein Gott, was habe ich hier auch schon wieder? Ein Müll mir herangeholt. So. Da seht ihr schon. Buddy Holly hat ein Paket bekommen. Oder die, Harry Potter war, glaube ich, nicht ganz so eckig gewesen. Aber lass mich auch mal zeigen, was hier wirklich drin ist. Hier auf der Seite könnt ihr schon sehen. Titanium Split. Color Cotton. Case made in China. Fabric from Japan. Designed by Google. Frames made in Japan. Okay. Dann lasst uns da mal reingucken. So, schöne Kartonage. Da ist so eine Box drin. Hier unten zwei ganz wichtige Sachen. Zum einen für euch selber. Da habt ihr noch hier, ich frage mich immer, wie diese Pads heißen, diese Pinöppel, die auf der Nase kommen. Ne? Zum Austauschen und dann noch so ein kleines Mikrofasertuch, damit ihr die Möhre auch richtig schön sauber machen könnt. Und hier haben wir dann noch einige Informationen für euren Optiker. Da wird nämlich genau gesagt, pass auf, ihr so musst du die Sache auseinanderbauen und genau die und die Sachen dürfen eigentlich, warte mal, eigentlich müsste noch so ein kleines Zettelchen dabei gewesen sein. Hier ist es. Das ist für den Optiker. Da könnt ihr es sehen, da wird genau gesagt, welche Gläser genutzt werden sollen und in welcher, weiß ich nicht, Index Lenses, High Trivex, High Index Lenses, No CR39, was auch immer das bedeutet. Sorry, sollte sich irgendein Optiker bei uns in der Leserschaft oder Zuseherschaft befinden, dann sag uns einfach mal, was es damit wohl auf sich haben mag. Weg damit, Box wieder rein. Schön, was ist das, Filz? Ja, fühlt sich an wie Filz. Aber wisst ihr was, das soll mich nicht stören. Jetzt zeige ich euch mal was Schönes. Da sind sie. Das ist der sogenannte Split Frame. In weiß, Cotton nennt Google das. Aber ich habe mir gleich mal hier, ich hätte so Aufkleber gehabt. Ich habe auch, glaube ich, noch Pac-Man-Aufkleber. Die habe ich mir drauf gemacht, damit das jetzt nicht ganz so weiß ist. Aber ansonsten kommt die Farbe schon ganz gut rüber. Das ist so ein Titanium-Frame. Das heißt, den könnt ihr auch richtig schön biegen. Da tut sich nicht viel. Und ansonsten seht ihr hier, ja, das ist jetzt richtig schön verbunden mit der Glas. Und wie macht man das? Ganz einfach. Ich zeige euch das mal hier. Könnt ihr hier diese kleine Schraube sehen? Die löst man. Hier ist so ein mitgelieferter Schraubendreher. Also, rupp, rein damit. Die kommt nicht ganz raus. Aber dann könnt ihr hier den ganzen Rahmen, das hier so abziehen. Ja, das seht ihr ja jetzt hier. Wie das hier mit so einem Stecksystem und dann entsprechend wird es festgeschraubt. Wie das dann daran festgemacht wird. Und ja, so sieht dann der ganze Spaß aus. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Die haben jetzt hier zum Beispiel noch so einen kleinen Sensor drin. Im Vergleich zu der letzten Edition. Also zu jener. Und zwar könnt ihr dann jetzt auch, wenn ihr blinzelt, Fotos damit schießen. Hört sich ein bisschen creepy an, aber mal ganz ehrlich, ja, nein, es hört sich creepy an. Wir bleiben dabei. Dann ist halt immer die Frage, wer solche Sachen trägt und ob der irgendwie einen Scheiß damit macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann irgendwie einen Humbug damit mache oder dass ich irgendwie andauernd nur Leute aufnehme, die da überhaupt keinen Bock drauf haben. So sieht der ganze Spaß jetzt im Moment aus. Es ist sehr leicht, extrem komfortabel zu tragen und wie das dann auf mir, an mir selber aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, lasst mich euch erstmal zeigen, wie ich sonst rumgelaufen bin. Ihr habt das vielleicht auch schon auf Videos gesehen. Also, ich habe über die normale Brille noch mal meine Google Glass oben drauf gepackt und dann seht ihr schon, oh, das passt da alles nicht so. Guck mal hier, wie die Rahmen dann so abstehen und hier auf der Seite lag dann der Google Glass Rahmen noch über dem Rahmen von meiner Brille. Das heißt auch, dass ich irgendwie im hinteren Knochen hinter meinem Ohr, da liegt eigentlich dieser Lautsprecher auf, damit ihr was hören könnt und ihr, damit werden die Frequenzen einfach entsprechend oder die Schwingung übertragen, was ja Frequenzen sind, Munkelmann.
Und auf jeden Fall kam das dann irgendwie nie so richtig an, weil dieser Rahmen dazwischen war. Plus, ich musste immer wieder nachjustieren. Plus, ich hatte ab und zu auch so Spiegelungen an der Seite, auf der Brille drauf. Es funktionierte, ich konnte das einigermaßen gut sehen. Was heißt einigermaßen? Ich konnte das sogar sehr gut sehen, weil ich habe es wirklich anpassen lassen. Aber ja, wie das halt so ist, ne? Ich habe im Grunde genommen ein Layer über den anderen Layer getragen und das passte alles nicht so richtig. Was ihr jetzt zu sehen bekommt, das hat es auch, glaube ich, nicht gegeben. Ich komplett ohne eine Brille, ohne Kappe. Und jetzt lass uns mal die Google Glass die neue ausprobieren. So, und da könnt ihr schon sehen, das ist was völlig anderes. Zum Ersten, das ist wirklich ein absolut perfekter Winkel, wie das angebracht ist. Also ich kann jetzt hier, lass mich mal drauf gehen, jetzt könnt ihr sehen, dass sie angegangen ist. Ich kann hier alles wunderbar und klar sehen. Ist wie für mich gemacht, optimal. Und generell ist das alles hier sehr leicht, ne? Ich habe den Lautsprecher jetzt hier entsprechend gut anliegen hinterm Ohr. Hier auf der Seite könnt ihr auch sehen, wie kurz der Bügel eigentlich ist. Das hält alles gut. Und ich kann auch den Kopf jetzt hier irgendwie so ganz schnell bewegen, ne? Das ist alles recht stabil hier, ne? Ich habe natürlich hier diese Stützpads auch entsprechend anpassen lassen. Und somit ist das wirklich optimal für mich. Also ich setze die auf, die Brille, und sage nur, wow. Meine Güte, so habe ich Google Glass zuvor noch nie getragen. Das ist also ein völlig neues Ergebnis, beziehungsweise Erlebnis. Das Ding probieren wir jetzt auch noch aus. Wie funktioniert der ganze Spaß? Ihr haut die hier entsprechend dran. So. Und dann setzt ihr den Spaß auf. Und dann friemelt ihr euch die irgendwie rein. Das könnt ihr übrigens, ihr könnt das Kabel drumherum noch irgendwie legen. Und dann sieht das Ende etwa so aus. Das sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Also so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Was ich euch kurz noch zeigen möchte, ist, mit dieser neuen Variante kann man was ganz Lustiges machen. Pass mal auf. Jetzt habe ich gerade ein Foto von Nicole gemacht, in dem ich einfach nur mit dem Augenzwinkern habe, ne? Also, schöne Sache für mich, ein komplett neues Erlebnis, wie ich hier Google Glass, lass ich mal hier kurz wieder auslachen, wie ich Google Glass überhaupt nutze, weil jetzt ist es nicht noch ein zusätzliches Gerät, was ich über meiner Brille tragen muss, sondern es gehört jetzt zu meiner Brille. Ich habe die vernünftigen Gläser drin, das ist optimal ausgerichtet für mich und macht eine ganze Menge Spaß auf jeden Fall. Ich werde die natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ordentlich testen. Aber jetzt kommt Mobile World Congress und CeBIT und danach habt ihr einen ausführlichen Testbericht. Plus, ihr solltet, glaube ich, unbedingt unseren CeBIT Livestream sehen, weil da gibt es ein bisschen was zu gewinnen, munkelt man. Das ist Google Glass in der zweiten Generation mit dem Titanium Frame Split. Das ist der Name, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Unten in die Kommentare rein. Habt ihr unseren Channel noch nicht abonniert? Dann aber ganz wacker nach da oben hin. Und falls ihr auch diese Aufkleber, die es natürlich so erstmal nicht gibt, klasse findet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.